Diese Woche im Bundestag stand ganz im Zeichen der Haushaltsdebatte. Wir haben zum einen den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verabschiedet und zum anderen wurde sehr intensiv über die Vorschläge der politischen Einigung der Koalitionsspitzen für den Haushalt des kommenden Jahres diskutiert. Klar ist, wenn man einen solchen Sparhaushalt hat, muss man natürlich auch schwierige Entscheidungen treffen, was für mich unterm Strich zählt. Es wird eine Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern geben, allein über die Lohn- und Einkommenssteuer von 15 Milliarden Euro. Wir haben darüber hinaus Entlastung für Betriebe von 3 Milliarden Euro und ein Wachstumschancengesetz, was hoffentlich bald auch durch den Bundesrat kommt. Dort geht es nochmal um eine Entlastungswirkung von bis zu 6 Milliarden Euro. Und das kompensiert natürlich auch schwierige Entscheidungen, beispielsweise bei der CO2-Bepreisung. Denn unterm Strich ist uns wichtig, dass es keine Steuererhöhung, insbesondere nicht bei der Lohn- und Einkommenssteuer gibt, sondern dass Bürger und Unternehmen unterm Strich entlastet werden. Wir haben auf der einen Seite erreicht, dass die Schuldenbremse auch für das kommende Jahr wieder gilt. Es wird keine Ausnahmetatbestände mit dem heutigen Wissen geben. Und ich glaube, das ist unterm Strich ein Haushaltskompromiss, der sich sehen lassen kann.